Es ist schon so eine gewisse Wochenendruhe eingekehrt. Ich will hier auch nicht großartig stören. Und wir kommen jetzt in eine Übergangszeit, die für viele sehr, sehr zäh ist. Auf der einen Seite haben wir kein richtiges Winterwetter. Es ist auch keines in Sicht. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch kein Frühlingswetter. Das ist auch noch nicht in Sicht. Und wir siechen so dahin. Die Sonne steigt immer höher, aber mit der Wärme ist es noch nicht weit her. Und wir müssen noch eine ganze Weile warten, bis es da draußen grün wird. Grüße Sie und grüße euch. Wir haben aber auch noch ein Thema. Das ist die Unruhe jetzt am Wochenende. Dürfen wir nicht unterschätzen, was da sturmmäßig los ist. Und da blicken wir mal ganz kurz drauf, was da im Nordosten passiert. Das ist die Situation der Windspitzenlautmodell am Sonntag um 1 Uhr in der Nacht. Der rote Bereich ist alles, was über 90 Kilometer pro Stunde ist. Und hier geht es dann auf über 100 Kilometer pro Stunde. Bedeutet, von der Nordsee über Schleswig-Holstein bis zur Ostsee ins Binnenland rein, bis in die Uckermark und Richtung Oderbruch, da haben wir die höchsten Windgeschwindigkeiten, um 1 Uhr in der Nacht wohlgemerkt. Und dann um 4 Uhr zieht sich dieses Windfeld bis Berlin-Brandenburg rein und von der Ostsee her kommen Spitzenböen von deutlich über 100, teilweise an die 120 Kilometer pro Stunde. Und wenn wir bedenken, da windet es schon, hier windet es und dann noch mal ein paar Stunden später um 7 Uhr ist immer noch der Wind da. Das heißt, die Bäume müssen einem Dauerwind durchhalten, der über viele Stunden gehen wird. Und dann haben wir da immer noch dieses Sturmfeld oder Orkanfeld über der Ostsee, das immer wieder Richtung Binnenland zieht. Das Erzgebirge ist dann auch mal dran. Und um 10 Uhr am Vormittag haben wir immer noch dieses Windfeld. Das heißt, mindestens 12 Stunden rattert es östlich der Elbe sehr kräftig, vor allen Dingen rund um Mecklenburg-Vorpommern. Hier wird es mit Sicherheit umstürzende Bäume geben. Wer nicht Auto fahren muss, bitte nicht tun. Und auf der anderen Seite auch die Wälder meiden, das ist ja ohnehin klar. Schauen wir mal ganz kurz in die Höhe, in die Fläche von 1500 Meter Höhe, die aber ein bisschen weiter unten ist. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wir schauen uns den Wind hier an. Das sind die Windgeschwindigkeiten in Beaufort und es geht über 12 hinaus. 12 ist Orkan, dann haben wir 13, 14 und auf der Ostsee sogar ein kleines 15er Feld. Das heißt, da sind bis zu 150 Sachen drin. Und das Problem ist, wenn wir in 1500 Meter Höhe diesen Wind haben, durch diese gewisse Ruppigkeit, es zieht ja eine Kaltfront durch, das müssen wir uns vorstellen, wie so ein Gewoge. Und da kann es mal bei Schauern beispielsweise oder wenn es sehr unruhig ist, solche Windböen runtermischen. Das heißt nicht, dass wir dann 150 Stundenkilometer haben, aber 120, 130 vielleicht sind sogar drin. Das ist die Situation um 4 Uhr und um 7 Uhr morgens liegt das ganze Ding hier über Potsdam, Berlin ist noch dabei und alles östlich davon und über Mecklenburg-Vorpommern noch die 14 Beaufort in 1500 Meter Höhe. Mit anderen Worten, das rappelt ganz schön und hier wird es gefährlich. Beenden wir das Thema jetzt mit dem Wind und widmen uns der Wetterlage. Erst einmal der gemittelten Wetterlage in 5 Tagen an Lichtmess. Da haben wir über Skandinavien die hochreichende Kaltluft liegen und über Südwesteuropa die hochreichende Warmluft. Wir liegen genau dazwischen. Der Jetstream kommt an, mischt die kalten und die milden Luftmassen, die ballern zu uns. Deshalb bleibt es so windig, weil wir immer wieder Luftmassenaustausch haben, mal kältere, mal mildere Luftmassen, mal schneit es kurz, wird aber nicht liegen bleiben bis ins Flachland, dann steigt die Schneefallgrenze wieder auf deutlich über 1000 Meter an und das wird so bleiben. Der Blick dann auf die Abweichungen in 1500 Meter Höhe zeigen, wir sind gar nicht mehr so wahnsinnig mild, aber immer am Rand. Und dadurch entstehen auch immer wieder Niederschlagsgebiete. Das heißt, es bleibt wechselhaft und nass. Die Wetterlage in 10 Tagen, da werden wir am 7. Februar, da weicht das Hoch so ein bisschen nach Westen zurück. Und dieser Höhentrog in 5,5 Kilometer Höhe geht über Mitteleuropa nach Süden. Und da sind wir wieder mal am Rande. Auf der einen Seite kommt vom Atlantik milde Luft herangezogen. Das Tief über Skandinavien verschwindet, zieht Richtung Island. Und dann haben wir noch so ein kleines Tief hier über dem Balkan. Und da ist schon wieder eine Luftmassengrenze bei uns. Das ist ja nicht so, dass die Wetterlage genauso kommt, sondern es ist das Mittel aus verschiedenen Wetterlagen, wo mal mehr Westdrift berechnet wird und dann mal mehr Nord- bzw. Nordost, also auch ein ständiges Hin und Her. Und schauen wir uns die Abweichungen im Vergleich zum langjährigen Mittel an, dann ist es sogar leicht zu kalt. Gehen wir noch ein paar Tage weiter zu Tag 16. Jetzt wären wir am 13. Februar. Da haben wir wieder den Jetstream direkt über Deutschland laufen. Auf der einen
einen Seite wird kalte Luft immer wieder mit eingebunden. Das heißt, ungefähr die Hälfte der Cluster, also der Modellberechnungen, die dahinter berechnet werden, ist tendenziell eher kalt und macht es winterlich. Und die andere Hälfte macht es eher mild und windig von Westen her. Und so sieht dann eben die gemittelte Wetterlage aus mit einem Hochkeil, der dann Richtung Alpen geht. Die Temperaturen wieder mit minus 5 Grad im Nordosten, milder im Südwesten, also die Grenzwetterlage. Bei den Abweichungen sind wir etwa im Durchschnitt bzw. leicht zu kalt. In den Ensembles sieht das so aus. Gehen wir mal auf den Nordosten ein. Das ist das Ostseeumfeld. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir hier in bunt finden. Unten haben wir die Niederschlagssignale. Es bleibt von den Temperaturen in 1500 Meter Höhe permanent unterdurchschnittlich. Das Problem ist nur, die Kälte kann sich nicht setzen durch den Wind. Und deshalb haben wir sehr milde Temperaturen. Wie wir es schon oft in diesem Winter, übrigens auch im letzten, hatten. Es kommt zwar die Kaltluft an, aber sie kann sich einfach durch Hochdruck und mit einer Schneedecke nicht setzen. Und die Niederschlagssignale sind immer wieder dabei, das heißt, es geht im Prinzip so wechselhaft weiter. Und die Linien, die ich zusätzlich eingezogen habe, ist die plus 10 Grad in 1500 Meter Höhe, das wäre dann schon frühlingshaft. Und die minus 10 Grad, die ist nochmal hochwinterlich. Da sind einige Läufe dabei, die gehen sogar unter die Linie, aber erstens müssen die mal kommen und zweitens mal wären die nur kurz da. Gehen wir auf den Südwesten ein, da pendeln wir um das langjährige Mittel herum. Es geht rauf und runter und oftmals sind die Einzelläufe so kurvenderweise. Das heißt, dieses wechselhafte Wetter geht weiter, unten ebenfalls mit den Niederschlägen. Sowas für den Hinterkopf. Jetzt einfach mal so ein bisschen am Rande spekuliert. Der Februar hat einen wichtigen Indikator für den Sommer beispielsweise. Haben wir eine sehr starke Hochdrucklage, wäre der Februar jetzt sonnig und kalt, kann auch sonnig und mild sein, aber sonnig und kalt mit einer Lage über Mitteleuropa mit einem kräftigen Hoch oder noch besser über Skandinavien, dann wiederholt sich das gerne im Sommer, so eine Omega-Lage. Und ein tendenziell nasser Februar ist kein so gutes Omen dann für den August. Ist nicht immer so, aber in vielen Fällen. Gehen wir noch auf andere Ensembles ein, und zwar für das Ruhrgebiet. Und jetzt sind wir bei den Temperaturen in 2 Meter Höhe, die wir messen, bei dem Niederschlag und der Niederschlag, der als Schnee runterkommen sollte, und zwar nicht für die nächsten 16, sondern für die 35 Tage. Und da sind wir schon zum Start in den März, in den meteorologischen Frühling. Erstens mal, die Temperaturkurve läuft fast parallel. Geht mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter, sie wogt rum. Ende Februar, so ein bisschen nach oben. Die plus 10 Grad in 2 Meter Höhe werden da kaum erreicht. Im Mittel ist es immer wieder Nachtfrost dabei, immer wieder Niederschläge, die zum Teil auch mal als Schnee niedergehen können. Rund um Mitte Februar, da werden die meisten Schneesignale berechnet. Ist alles unwinterlich. Das wäre alles auch nur ein kurzer Spuk. Im Süden, am Alpenrand, tendenziell natürlich kalt und winterlich, so wie hier der Winter auch war. Oberstdorf hat kurioserweise jetzt sogar einen mäßigen Strengwinter in Sachen Kältesummen erreicht als einziger Ort bisher in Deutschland. Das ist aber nur eine kleine Enklave. So verschieden kann das sein durch die Kälte, die nachts hier immer war und den Schnee. Die Temperaturen liegen hier rund um den Alpenrand immer so bei um die 0 Grad. Natürlich mit den Ausreißern nach oben und nach unten. Die Ausreißer, die nach oben gehen, das sind dann eher so föhnige Südlagen, die kurz anhalten. Und die, die nach unten gehen, eher so Lagen, die aus Osten nochmal kommen mit richtig sattem Frost. Es sind viele Niederschlagssignale dabei, wovon auch sehr viele als Schnee niedergehen werden. Und da fassen wir zusammen, was wir eingangs erwähnt haben. Es geht einfach so weiter. Es ist kein Frühlingsdurchbruch in Sicht oder Vorfrühlingsdurchbruch und auch kein Wintereinbruch. Noch wäre es ja Hochwinter und auch kein Spätwintereinbruch in Sicht. Es geht immer zwischen beiden hin und her und das zieht sich wahrscheinlich so bis Anfang März. Stand derzeit.